Servus, Dr. Savesa ist hier mal wieder. Und ja, wozu? Natürlich zum Bier probieren. Und zwar geht's heute weiter mal mit einem Pilz. Ein Pilz haben wir mal wieder. Aber in diesem Fall, also Pilz Brosnan heißt das Ganze, ist von Sudden Death Brewing. Und es ist aber kein normales Pilz, sondern ein Dry-Hop-Pilzner. Also noch trocken gehopft. Ergo, wahrscheinlich dann mit Aromahopfen. Also, ja, wird es vielleicht auch in Richtung IPA gehen, geschmacklich, geruchlich. Wir sind gespannt. Ich gieße mal ein. Optisch, farblich sieht es auf jeden Fall schon mal aus, wie ein Pilz aussehen sollte. Sieht man hier schön. Schön klar, schön im Schaum, schön am Perlen. So, jetzt geben wir der Nase mal einen Run. Ja, fruchtig, Aromahopfen auf jeden Fall verwendet. Zitrusfrucht, bisschen leicht, aber auch getreidig, wie es halt ein Pilz ist. Also, riecht angenehm auf jeden Fall. So, probieren wir das Ganze mal. So, jetzt haben wir. Jetzt mal Rest voll rein. Oh ja, hat eine Pilzherbe auf jeden Fall. Also von einem Bitterhopfen. Aber eine Fruchtigkeit vom Aromahopfen. Also ist auf jeden Fall Aromahopfen mit drin auch. Kommt im Hintergrund. Aber es ist auf jeden Fall erkennbar als Pilz. Es ist jetzt kein IPA. Es ist hier so wirklich eine starke Pilze, also sehr herb. Sehr herbes Pilz. Also eher so nach nordischer Art. Aber das liegt auch daran, dass die gelten Sudden Death Brewing neu, aus, no, nee, ja, aus vom Timmendorfer Strand kommen. Also es ist aus dem Norden. Also man hat hier sehr herbes Pilz. So vom nordischen Stil her. Was aber wiederum, wie gesagt, das Dry-Hop ist mit Aromahopfen auch doch eine leichte Fruchtigkeit mitbringt. Also es ist ein interessantes Bier, interessantes Pilz. Ich bin nicht so der Pilz-Fan. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das dann nochmal vielleicht irgendwann mir mal besorge, reinhau. Ist aber auf jeden Fall legitim. Also für Pilztrinker. Gerade für die, die sehr herbes Pilz mögen, absolute Empfehlung.